Hallo und herzlich willkommen zum dritten Halloween Giveaway Special. Hi und Servus miteinander. Jetzt nochmal normal. So, ja, 3 Jahre gibt's meinen Kanal und jedes Jahr habe ich ein Halloween Giveaway Special gemacht und so natürlich auch dieses Jahr wieder. Und ja, warum mache ich denn das? Ich finde Halloween einfach cool. Meine ganze Family findet Halloween cool. Das ist so wie Fastnacht, also Karneval, nur in gruselig, ne? Und wir zelebrieren das auch. Das Haus wird außen wie innen schon Tage zuvor auf gruselig gestylt. Und abends gibt's dann gruselige Sachen zum Essen. Und wir machen es wirklich immer so. Ich, meine Frau und meine 4 Kinder, wir schlafen dann alle im Wohnzimmer im gruselig dekorierten und schauen uns die ganze Nacht über gruselige Filme an. Und ja, das ist einfach, ja, das ist Kult schon bei uns, ne? Und um das auch so ein bisschen an euch hinzubringen, gibt's natürlich immer dieses Giveaway-Special. Und eine Voraussetzung für mich, für dieses Giveaway oder für das Messer, das ich da verlos, ist immer vor allem eins. Ja? Das muss gruselig ausschauen. Das muss zum Thema Halloween passen. Und ich glaube, dieses Jahr habe ich wieder ein richtig cooles Messer gefunden, das genau diese Kriterien erfüllt und richtig gruselig daherkommt. Und zwar ist es dieses schöne Messerchen hier von Böker Magnum. Und das packen wir jetzt mal gemeinsam aus. So, das kommt zuerst mal hier in dieser, ja, kleinen Blechbox. Und die ist eigentlich recht schön gemacht. Hier in diesem Schlachtschiffgrau. Und also ich finde das ganz hübsch. Würde ich jetzt wirklich auch wieder nehmen, um da dann irgendwas reinzumachen. Keine Ahnung, so Kleinkruscht oder sowas. Ich finde das immer ganz cool. Aber um die Schachtel soll es nicht gehen, es soll um das Messer gehen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Nehmen mal hier diese Böker-Beschreibung raus. Und dann seht ihr hier schon mal das Messerchen, beziehungsweise die Showside. Ne? Und zwar, so schaut es aus. Und ich finde, das trifft doch das Thema Halloween perfekt. Sei es von der Farbgebung her. Grau, Schwarz und Orange. Dann natürlich dieser gruselige Skeletor hier vorne drauf mit diesen toten Köpfen, hier hinten noch ein Grabstein. Also ich finde das schon cool. Das ist nicht hübsch, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ist das ein schönes Messer. Das muss es aber bei einem Halloween-Gewinnspiel auch nicht sein. Da muss es einfach nur ein Kriterium erfüllen. Es muss zu Halloween passen und das tut's in meinen Augen. Das Ganze ist ein Flipper. Und es funktioniert auch sehr, sehr gut. Ihr habt hier auch die Daumenpins. Auch darüber lässt sich das wahrscheinlich, das probieren wir jetzt einfach mal, ganz gut öffnen. Na? Nein. Also, über den Flipper. Und da funktioniert es auf jeden Fall gut. Ne? Vielleicht kann der ein oder andere, oder ist der ein oder andere Fingerfertiger wie ich. Bin so ein Grobmotoriker. Ne? Wir haben eine schöne, auch wieder so titanisierte Klinge hier, ne? Das Ding kommt auch wirklich gut scharf daher, hat einen Framelock, ne? Der sitzt auch oder steht auch gut hier, ne? Und ja, auch Klingenstand, ja, der ist ein bisschen nach links verzogen, aber wie gesagt, es ist kein High-End-Produkt, es muss halt zu Halloween passen und das tut's. Hat einen guten Clip, der funktioniert auch einwandfrei. Wie gesagt, ich finde es ein cooles Messer, das wunderbar in dieses Motto passt. Und wenn ihr das jetzt gewinnen wollt, dann müsst ihr eigentlich gar nicht viel machen. Ihr müsst eigentlich nur drunter schreiben, dass ihr dieses Messer hier gewinnen wollt und einen Daumen nach oben da lassen im Video und natürlich auch ein Abo hinterlassen, falls ihr das nicht sowieso schon getan habt. Und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Natürlich haben wir jetzt heute schon Halloween. Und das wird heute natürlich nicht mehr bei euch einkommen. Ich lasse das Ganze jetzt ein paar Tage laufen, dann machen wir eine Live-Auslosung und dann geht es euch zu. Und dann habt ihr zumindest mal für nächstes Jahr das passende Messer für Halloween, um euren Kürbis auszuschnitzen und mit einem gruseligen Gesicht zu verzieren. Jo, das ist es. Und ja, ich sag wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Achso, verpasst natürlich auch nicht meine Giveaway-Specials an Weihnachten. Das gibt es natürlich auch schon seit Anbeginn meines Kanals. Da lose ich wieder an jedem
der vier Adventswochenenden ein Messerchen bzw. ein Paket aus. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir wieder richtig coole Sachen mit dabei. Also seid gespannt. Und ich wünsche euch jetzt noch ein richtig schönes, gruseliges und ganz monströses Halloween.